Ja, dann auf jeden Fall vielen Dank an die Kollegen aus der Schweiz. Und wir gehen direkt eins weiter nach Österreich zum Harald vom Wix, der uns auch eine Migration auf neue Hardware vorstellt, nämlich wie der Wix seine gesamte Plattform auf einen neuen Hersteller umgezogen hat und das nicht nur technisch, sondern auch die gesamte Rechenzentrums- und VDM-Infrastruktur. Harald, danke, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf diesen Vortrag. Ich habe ihn auch mitunter angefragt. Und ja. Ich würde einfach direkt sagen, the stage is yours. Viel Spaß und wir sehen uns gleich zu den Questions and Answers wieder. Ja, danke Moritz und schönen guten Abend hier aus Wien. Es hat mir sehr gefallen, den Vortrag von Pascal vorher zu sehen und ich glaube, ich kann da auf der einen oder anderen Folie vielleicht auch ein bisschen Bezug dazu nehmen. Kurz, wer bin ich? Harald Michel, mein Name. Ich bin Mitarbeiter des Zentralen Informatikdienstes der Uni Wien. Wir betreiben seit 1996 den Vienna Internet Exchange und das gleiche Team, das den Vienna Internet Exchange betreibt, betreibt auch das österreichische Wissenschaftsnetz ACONET. Das ist also in Deutschland vergleichbar mit dem DFN und in der Schweiz vergleichbar mit dem Switch. Ich erzähle heute, wie wir unsere Plattform gewechselt haben. Voll und ganz im Live-Betrieb und wie wir es geschafft haben, sozusagen von alt auf neu zu wechseln, mit, wie ich denke, relativ geringen Kundenimpact. Der eine oder andere wird vielleicht dabei sein unter den Zuhörern, also wenn Sie da anderer Meinung seid, schreibt es auch gerne in den Chat hinein. Das ist alles dafür da. Wir wollen da hier möglichst offen sein und freuen uns natürlich auch über Feedback. Ganz kurz ein paar Worte, wie tickt der Vienna Internet Exchange, damit man hier auch ein bisschen versteht, wie ist die Topologie und damit ich die Begriffe dann in der Präsentation, damit das klar ist. Wie schon anfangs erwähnt, uns gibt es seit 1996 und ich meine, ich weiß nicht, ob Sie meine Maus sieht, ich hoffe schon. Der POP Nummer 1 ist der, an dem 1996 alles gestartet hat. Das ist ein Systemraum an der Universität Wien. Mittlerweile sind wir hier in die dritte Generation umgezogen, aber im Wesentlichen ist das alles im gleichen Einzugsbereich. Die nächste Erweiterung gab es im Jahr 2000 mit dem Standort Interaction im Norden von Wien. Daraus resultieren ja auch irgendwie diese zwei Verbindungen, weil wir einfach die Donau dazwischen haben und hier eine brückenredundante Verbindung haben wollten. Und im Jahr 2015 kam hier ein dritter POP im Süden dazu, vormals eShelter, jetzt von der Firma NTT übernommen. Und wie ihr seht, wir haben quasi den dritten POP so wie ein Dreieck einfach dazu gehängt, damit man hier auch entsprechende Ausfallsicherheit hat, wenn eine der Leitungen ausfällt. Aktuell haben wir so um die 170 Teilnehmer hier. Die Standorte sind redundant, wie schon erwähnt, und 2013 haben wir das letzte Mal die Plattform gewechselt. 8 Jahre ist, wie ich denke, eine sehr lange Zeit. Wir hätten 2013 nicht gedacht, dass wir so lange damit auskommen. Aber auf die Unterschiede zwischen alt und neu und wie wir da migriert haben, komme ich dann gleich zu sprechen. Wichtig irgendwie, weil Wix ist keine Firma. Ja, also die Rechtsperson hinter dem Internet-Codenoten ist nach wie vor die Universität Wien. Das wird dann relevant, wenn irgendwer mit uns einen Vertrag abschließen will, sprich Teilnehmer werden, dann unterschreibt das tatsächlich ein Mitglied der Universität Wien. Und es hat auch für in Bezug auf Beschaffung, Einkauf und so weiter diverse Umstände, die man beachten muss. Wir können also nicht agieren wie eine kleine Firma. Wir sind zwar in unserer Abteilung nur 12 Leute, die Wissenschaftsnetz und Exchange Point machen, aber wir müssen uns sozusagen auch an die Regeln der Universität halten. Nur mal damit so ein bisschen die Rahmenbedingungen abgesteckt sind. Das ist eine Folie, die ich nur kurz anschneide und der Vollständigkeit halber habe. Man kann sich an den Wix anschließen, indem man seinen Router direkt verbindet, entweder im gleichen Rechenzentrum oder irgendeinen Layer 2 Provider. Oder es gibt auch dieses Reseller-Modell, wo wir dann einfach dafür sorgen, dass die Bandbreite in Richtung Kunden des Resellers die entsprechende Buchung hat, aber auch nicht überschreitet. Und der Reseller kümmert sich darum, dass die Bandbreite in eine andere Richtung eingehalten wird. Wie auch immer, alle diese Teilnehmer, wie auch immer sie angeschaltet sind, landen letztendlich im selben Layer 2-Netzwerk und können dann ihre Router untereinander peeren lassen. Route-Server haben wir auch, aber ist jetzt nicht Thema dieser Präsentation. Ein paar Worte zu dem, wovon wir uns verabschiedet haben. Von 2013 bis jetzt war im Einsatz diese Brocade MLXE-Plattform. Also innerhalb dieser Präsentation heißt die Plattform noch Brocade, auch wenn Brocade im Laufe der Einsatzzeit von Extreme Networks gekauft wurde. Aber wie ihr seht, das sind relativ große Chassis,
Wir haben zwei davon im Einsatz gehabt, an den beiden großen Standorten, den 16er an einem kleineren Standort und zwei 8er, noch eins im Lab und eins für eine Sonderfunktion bei Interaction. Die Box selber war damals optimiert auf 10G, aber konnte schon 100G. Und wir haben zwei Jahre nach Inbetriebssetzung das erste 100G-Port in Betrieb genommen. Das war eben von Akamai. Die Plattform selbst hat wirklich gute Dienste erwiesen. Man sieht sie auch hier. Ich habe jetzt gestern noch von der Einheit bei Interaction, die noch bis morgen läuft, dann drehen wir sie vom Strom ab, die Uptime abgerufen, also 1252 Tage ist einmal nicht so schlecht. Und man kann auch sagen, es gab damals keine Probleme, sondern das war einfach der letzte Software-Upgrade, den wir auf der Box gemacht haben. So schaut das Ganze topologisch aus, bis vor kurzem. Wir haben hier also die großen MLXE32 an den Standorten 1 und 2. Wir haben seit der Inbetriebnahme 2013 passive Multiplexer zwischen den Standorten und zwar von Anfang an bis zum Schluss mit 10 Gigabit Technologie betrieben. Anfangs war das einfach das Medium der Wahl, weil wir noch keine 100G Interfaces drinnen hatten. Und bei dem letzten Upgrade, als wir die Bandbreite noch einmal verdoppelten, haben wir uns überlegt, wollen wir das wirklich sozusagen noch einmal so viele Kabeln dazu stecken? Aber es war einfach eine Susi-Sorglos-Variante. Die Optiken sind günstig, die Reichweite phänomenal. Das heißt, wir haben einfach die Kabel dazu gesteckt und sie waren in Betrieb. Wie man sieht, der Standort NTT ist der zuletzt dazugekommene und auch der bandbreitenmäßig kleinste. Wir haben ja mit 4x10G gestartet und das hat tatsächlich bis zur Außerbetriebnahme jetzt einmal gereicht. Die Sonderfunktionen, die hier noch so als Anhängsel dran sind an den beiden Standorten 1 und 2, sind jene für die Kunden, die Gigabit haben oder noch langsamer, weil die MLXEs im Turbo-Mode mit den Interface-Karten, die wir hatten, keine Gigabit-Interfaces zur Verfügung gestellt haben. Deswegen gab es hier so Fanouts, wo man halt einfach die langsamen Anschlüsse dran hatte. So, damit man ein bisschen ein Gefühl hat, wo hat der Schuh gedrückt, das ist eins der letzten Bilder der Komponente bei Interaction im Vollbetrieb. Das heißt, uns ist der Platz ausgegangen, wir hatten einfach nicht mehr die Möglichkeit, mehr Linecards zu bestücken. Und der Stromverbrauch, muss man halt auch bedenken, ist jetzt heutzutage einfach nicht mehr zeitgemäß. Ich glaube, dass 2013 das wirklich die ideale Wahl war, aber heutzutage so 425 Watt für 2x100G, das ist einfach Betriebskosten, die man sich nicht leisten möchte. Also es war einfach Zeit, was zu tun. Auch hier bei der Plattform war es bei den Lags, also bei der Linkaggregierung, Schwierigkeiten gegeben. Es war eine beschränkte Anzahl von Lags möglich und wir haben den Trend gesehen, dass viele neue Teilnehmer, die kommen, selbst wenn sie nur mit einem 10 oder einem 100G-Port kommen, wollen sie gleich das Ganze als Lag konfiguriert haben, um später mal unterbrechungsfreie Ports hinzufügen zu können. Das heißt, es war einfach Zeit für was Neues. Ein bisschen noch zur Entschuldigung von diesem Sauhaufen hier. Die Kabeln, die hier rechts so unschick dazuhängen, sind schon für die Migration vorbereitet. Wofür die gut sind, komme ich dann später nochmal zurück. Aber denkt euch einfach dieses Bild mir aus diesem Sauhaufen rechts, dann schaut es eigentlich gar nicht so unaufgeräumt aus. Okay, wir haben warten wollen mit dem Upgrade, bis irgendwie klar ist, bis sich herauskristallisiert, was ein sinnvoller nächster Schritt ist. Aber natürlich wollten wir fertig sein, bevor uns die Ports ausgehen. Deswegen haben wir Anfang vorigen Jahres gedacht, überlegen wir uns, wie wir das jetzt tun. Es gibt ein paar Standard-Dinge, die man einfach so haben will und egal wie man es jetzt baut, haben mag. Das sind so redundante Netzteile, Ventilatoren, der Stromverbrauch soll klein sein. Es war für uns ein Muss-Kriterium, das war das erste Mal, dass wir das im Mixed-Umfeld so gemacht haben, dass wir sagen, wir kaufen nur eine Plattform, wo wir auch Optiken verwenden können, die nicht vom Hersteller sind, also Third-Party-Optics. So Sachen wie Link Aggregation, Jumbo Frames, Reseller Ports müssen unterstützt sein. Wir wollten auch weg von SNMP. Das war uns auch ein Anliegen, weil wir unser Monitoring neu bauen. Also wir wollten mit Streaming Telemetrie arbeiten. Die Frage ist, wie managt man das? Also reicht SSH, braucht man irgendwie mehr. Und auch klar war für uns, dass die Querverbindungen wohl nicht nur mit 10G-Technologie gebaut werden, sondern mindestens mit 100. Vielleicht mehr, vielleicht weniger, jedenfalls sollte es 100 oder aufwärts sein und der Aufwand, das zu betreiben, relativ gering. Vielleicht auch ein bisschen was zur Topologie. Die,
die Distanzen zwischen den Pops sind zwischen 12 und 35 Kilometer. Also bei 35 Kilometer wird Standard LR4 schon ein bisschen dünn, das wird wohl einfach nicht mehr funktionieren. Also da war auch gefragt in der Lösung, die möglichst einheitlich auf allen Links funktioniert. Ihr kennt sicher die Szene, einige Exchange Points bauen neue Dinge. Ja. Unsere bisherige Strategie war immer, nimm den Hersteller X, welcher auch immer das war, und wir haben im Laufe der Jahre doch öfters auch mal den Hersteller gewechselt. Aber unser Ansatz war klar immer der, wir kaufen die größte Box, die man kriegt, und wachsen so lange wie möglich, betreiben das Zeug so stabil wie möglich, und erst wenn es wieder sich nicht vermeiden lässt, bauen wir um. Das hat in der Vergangenheit eigentlich recht gut funktioniert. Mittlerweile haben wir allerdings eine Größe auch von Anschlüssen pro Pops, die eine komplette Migration sehr schwierig machen. Also jetzt kann man dann die Zahlen, wie viele Ports betroffen waren, das einfach umzustecken. Und letztendlich stecke ich einen 10G-Port auf einen 10G-Port um. Also da ist wirklich die Frage, will ich wirklich immer alles angreifen müssen, wenn ich was neu baue? Deswegen haben wir uns halt überlegt, wollen wir nicht so in diese Richtung Pizzabox gehen? Einige Exchange Points haben das schon, teilweise von, sagen wir mal, Markenherstellern, teilweise Whiteboxes. Wie kann man das da heben mit den vorhandenen Know-how und den Personalressourcen, weil wir können einfach nicht beliebig viele Leute anstellen, auch wenn wir glauben, es ist gut. Also das war so ein bisschen das Abwägen, was wir machen. Letztendlich haben wir dann festgestellt, gut, wir glauben, mit diesen Pizzaboxen eine Technologie von jetzt an zu haben, wo man sozusagen neue Sachen dazu bauen kann, aber die alten Sachen nicht unbedingt angreifen muss. Und im Idealfall fällt halt irgendwann einmal eine alte Technologie oder Interface-Geschwindigkeit weg. Das heißt, wir können sozusagen auf der einen Seite dazu bauen und schneller werden und auf der anderen Seite das alte Gerümpel ausmisten, um hier nicht wieder alles angreifen zu müssen. Das heißt, wir haben dann beschlossen, uns auf die Pizzabox-Variante zu fokussieren, auch auf das Risiko hinaus, dass es viel komplizierter ist, 20 oder 25 Boxen zu managen, als so wie jetzt nur 3 oder 4. Die Wahl fiel dann eben auf Arista, und ich zeige dann später auch gleich, wie wir das Ganze aufgebaut haben. Wir haben im Core die 7280CR3, das sind Geräte, die haben 32x100G und 4x400G, und für die Teilnehmer einerseits die gleichen Box für 100G oder eben eine andere Variante, die hat 6x100G als Uplink und 48x10G als Teilnehmerports. Und für die Standortverbindung, also für die Verbindung der Pops untereinander, haben wir uns für Infinera Groove G30 Plattform entschieden, auch weil die im Exchange Point Umfeld durchaus einen guten Ruf hat und mehrere das im Einsatz haben. Und der Vollständigkeit halber, wir haben unsere uralten Cisco 2801, glaube ich, waren es, Remote-Konsolen durch einen anderen Hersteller setzt, der einfach mehr Ports hat. Weil das war schon ein bisschen so die Ernüchterung. Wir haben uns gedacht, ja gut, das ist ja alles kein Problem, Remote-Konsolen haben wir eh. Aber viel mehr Boxen heißt natürlich auch viel mehr Konsolen-Ports. Und das heißt, die hat einfach zu wenig Ports und sind dann gleich auf ein Gerät mit redundanten Netzteil und so weiter halt umgestiegen. Wie schaut das aus? Ihr habt zuerst die Skizze gesehen mit den 32x10G, also 2x16 je Leitung. Wir haben uns jetzt hier entschieden für diese Infinera-Plattform, die so einen 48-fach-Multiplexer hat und dann unterschiedliche Transponder-Module. Der Vorteil hier ist, dass die in dem gleichen ITU-Raster sind wie die 16-fach passiven Multiplexer, die wir vorher hatten. Das heißt, wir können die Wellenlängen, die wir vorher hatten, hier auch transportieren, und wir können sozusagen zu den 16, die vorher da waren, noch weitere 32 Wellenlängen transportieren. Das heißt, wenn alles klappt, dann kann man sozusagen die Multiplexer-Einheit tauschen und hat dann einfach mehr Kapazität für einen Parallelaufbau. Was sie gezeigt hat, ist für die 100G-Variante mit diesen CFP2, die mit 200G betrieben werden, ist die Strecke, die eine mit den 35 Kilometern mal zu lang. Da sieht man hier auch diese eine Einheit da, die untere, besteht aus zwei Shelves, wo
hier links ein Verstärker eingebaut ist. Das heißt, hier war es notwendig, die Pegel zu erhöhen, wenn wir sonst die Distanz nicht überbrücken hätten können. Ja, das sind sozusagen die Kasteln, die zwischen den Pops hier sind. Und hier sieht man eine sozusagen Skizze rein von der Verschaltung der Arista-Einheiten. In rosa gehalten sind hier die Cores. Das heißt, wir haben zwei am Standort NIC. NIC ist WIX1, das neue Institutsgebäude. Interaction ist hier oben zu sehen, auch mit den beiden Cores. Und an den kleineren Standort MTT haben wir derzeit hier nur Leaves, die halt an den jeweils gegenüberliegenden Cores hängen, weil wir hier momentan noch nicht mehr Bedarf haben, aber eben das Schöne an diesen Pizza-Boxen, wenn es notwendig ist, können wir einfach weitere Farben aufschalten, hier auch Core-Switches hinzufügen und dann einfach die hier als Leaves umhängen. Das heißt, das sollte sogar unterbrechungsfrei für die Teilnehmer funktionieren, wenn man das entsprechend mit einer, von der Reihenfolge her macht. Man sieht hier die Anzahl an Ports, die je Switch zur Verfügung stehen. Und auffällig ist hier, also es steht 32 hier. Das sind also 32 mal 100G. Wir haben hier aber nur 24 mal 100G angedeutet. Das heißt, wir arbeiten hier mit einer Oversubscription, wo wir sagen, der redundante Uplink des Leaves kann um einen Faktor 3 überbucht werden. Das heißt, wir haben hier 800 Gig und hier 800 Gig. Also sozusagen, das entspricht 800 Gig redundant mal 3 sind 24 mal 100G. Das ist der Grund, warum wir hier sozusagen 8 Ports einmal ausklammern und nicht beschalten wollen, um hier nicht zu viel Last auf den Backbone, also auf diese Inter-Switch-Links zu bekommen. Das ist die Erklärung dazu. So, wie sind wir es angegangen? Das eine ist ja quasi die Boxen aufbauen. Das andere ist das ganze Backend. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Wir stellen bei uns im Portal Funktionen zur Verfügung für Teilnehmer. Es gibt so Flow-Statistiken, wer mit wem wie viel Peering-Traffic hat. Natürlich kommen diese Daten aus der Layer-2-Infrastruktur. Und wichtig ist, dass unsere Tools sowohl mit der alten als auch mit der neuen Plattform funktionierten, weil ja eine gewisse Phase des Überganges ist, wo beide parallel Daten exportieren. Das heißt, wir waren sehr froh, als wir die Bestellung machen konnten, dass wir von Arista so Testexemplare bekommen haben aus ihrem Labpool, wo wir so mit drei Switches einen Mini-IXP haben aufbauen können und wo wir unsere Backend-Tools haben, auf die neue Plattform schon in echt sozusagen, nicht nur mit Doku, sondern in echt ausrichten konnten. Und wo wir dann schon einmal testen konnten, ob das eh so funktioniert. Und natürlich waren Anpassungen zu machen, ja. Aber das hat dann sozusagen uns die Zeit gegeben, von der Bestellung bis zur Lieferung, dass wir halt hier im Backend schon fleißig arbeiten konnten. Weiterer Punkt auch, und der Pascal vorhin hat es auch erwähnt, Optiken ausprobieren. Also ja, wir haben eben als Anforderung gehabt, dass es keinen Vendor-Lock gibt. Dennoch waren wir natürlich interessiert, die bestehenden Optiken, die wir, also weiß ich, mal sicher 200 Stück haben, die einfach weiterverwenden zu können, weil es ja für die Migration klasse ist, wenn ich sozusagen einfach von A nach B umstecke und das funktioniert wieder. Das heißt, wir haben alle möglichen Optiken, die hier unterschiedlichen Typs im Einsatz sind, auch auf diesen Testboxen schon entsprechend ausprobieren können und dann sicher gehen oder möglichst sicher gehen, dass sie halt bei der Migration dann auch funktionieren werden. Ja, letztendlich, natürlich haben wir auch ein Dokumentationssystem bei uns, also eine Datenbank, in der die ganzen Teilnehmerverbindungen inklusive Portbelegung, Fehlerstatistik, Beschreibung, alles Mögliche drinnen steht. Das musste halt auch daraufhin angepasst werden, dass ich jetzt nicht nur mehr ein Gerät habe mit Linecard, sondern dass ich mehrere Geräte habe, wie das alles zusammenhängt und so. Das waren ein paar Schritte, die man als Teilnehmer, sage ich jetzt aus eurer Sicht, zum Glück nicht sieht, aber die für uns eigentlich weitaus mehr Arbeit waren als die Konfiguration des Switches selber, weil bei der Erstkonfiguration von diesem Testlab hat uns Arista geholfen. Und es war für mich damals erstaunlich, wie wenige Commands man da eigentlich braucht, bis das System mal geht. Natürlich will ich dann Access Lists und will Logging haben und ein Radioserver und so weiter. Aber einfach einmal die Funktion herstellen und sich anschauen, was wo ist, das war wirklich überraschend einfach. Ja, die Grundlage, den Exchange Point parallel aufbauen zu können, waren eben die WDMs
zwischen den Standorten. Und so ein Knackpunkt war dieser Parallelbetrieb, also alt und neu gleichzeitig. Die 16-fach-Multiplexe, die wir vorher hatten, hatten eine geringere Dämpfung als diese 48-fach-Multiplexe, die wir jetzt einsetzen wollten. Das heißt, es war so der erste sehr spannende Test, ob die bestehende alte Infrastruktur mit den neuen Multiplexen funktioniert. Und da sozusagen war es sehr positiv zu beobachten, dass das einfach funktioniert hat. Ja. Es ist ein bisschen unübersichtlich mit diesem Patching-Kabel, wenn man nicht mehr ein Port ist, ein Kabel hat, sondern man muss sich genau überlegen, welches Subkabel von diesem Patching-Kabel ist jetzt welche Wellenlänge. Aber wenn man es richtig zusammensteckt, funktioniert das Ganze tatsächlich. Und es ist so, also wir haben auf diesem Optik-Level mit WDM und so, also mit aktivem WDM, relativ wenig Erfahrungsschatz und haben daher auf dieser kompliziertesten Strecke zwischen Entity und Interaction uns hier Installationssupport genommen, weil es ja doch notwendig war, die Strecken dahingehend einzupegeln, dass sowohl die 100G-Strecken als auch die 10G-Strecken beide funktioniert haben. Das war ein bisschen eine Spielerei und hat sogar den Techniker von Infinera gefordert, aber wir haben das dann in der vorgesehenen Zeitfenster bequem hingebracht und somit waren einmal die Weichen dafür gestellt, dass wir wirklich die Arista parallel zu den bestehenden Brokets haben aufbauen können. Ja, März 2021 waren dann die Boxen da, man sieht hier den Rainer von uns und hier sind schon die WDMs und hier sind schon die Aristas und die Remote-Konsolen. Das heißt, wir haben ja mal fleißig hineingeschraubt und einmal den leeren Exchange Point parallel zum bestehenden aufgebaut. Wir haben uns entschieden, muss auch sagen, es waren preisliche Überlegungen, die Verbindungen zwischen den Boxen im selben Rack einfach mit DAC-Kabeln zu machen. Da gibt es für QSFP28 und für OSFP. Das hat zwischen den Aristas auch perfekt funktioniert. Wir haben allerdings das Problem gehabt, dass dann die WDMs damit überhaupt nicht herumgehen können. Also tatsächlich ist es so, dass wir hier jetzt noch einen Case offen haben und schauen, ob wir die Sachen zum Laufen bringen. Allerdings haben wir dann sozusagen als Workaround hier mal einfach das Ganze mit Single-Mode-Leitungen angebunden. Warum? Weil sie da waren und weil wir das einmal sozusagen zwischengepuffert haben mit Ersatzteilen und so. Das wird sicher mal zum Laufen bringen. Was wir dann langfristig nehmen, müssen wir schauen. Kann sein, dass wir SR4 nehmen oder sowas in der Richtung, was halt einfach günstig herzustellen ist. Aber das ist einmal zutage getreten, dass das nicht so einfach geht. Auch bei den DAC-Kabeln muss ich gestehen, ich weiß nicht, ob wir es langfristig favorisieren wollen. Sie sind doch sehr sperrig und sollte sich auf einer Seite mal in Zukunft der Formfaktor ändern, kann man das Kabel eigentlich eh nicht weiterverwenden. Also da haben wir gelernt, dass das zwar nett und freundlich ist, aber vielleicht doch nicht so die beste Wahl. Dafür sind sie billig, auch nicht schlecht. Hier ein Bild von dem Proper Interaction, wie sozusagen der erste Probebetrieb lief. Hier natürlich noch völlig leer und ohne Teilnehmer. Und es ist auch so, das ist noch mit der halben Kapazität. Also die Anzahl der Kabel wurde dann für den Nächteinsatz noch verdoppelt. Man sieht hier unten die Cores. Also nein, falsch, das sind die 100G-Leafs und das sind die 10G-Leafs. Die Cores sind noch unten drunter, die sind am Bild gar nicht oben. Gut, irgendwann kam der Punkt, da mussten wir alt und neu zusammenhängen. Und da war so für uns irgendwie die Frage, na, wie und wo machen wir das und in welcher Reihenfolge machen wir eine Migration. Wenn Sie das Bild am Anfang gesehen haben, war der ursprüngliche Flaschenhals wohl die 320 Gigabit zwischen den beiden großen Standorten. Und wir hatten aus den Limitierungen von Brocket heraus maximal die Möglichkeit, 400 Gig als Lag zu schalten zwischen Brocket und Arista. Und wir haben beschlossen, das dann am Standort Interaction, also am größten Standort, zu machen. Warum? Es hat dann den Vorteil, wenn wir zuerst an der Uni sozusagen umschalten, ändert sich das Bottleneck von 320 Gig auf 400 Gig, das heißt, das wird eine Verbesserung und alles, was man dann sozusagen bei der Interaction noch dazu übersiedelt auf Arista, ist eine Verbesserung der Situation. Und so haben wir uns gedacht, können wir am besten diesen Engpass von 400 G zwischen den beiden Welten umschiffen. Dann war es irgendwie notwendig, irgendwann mal doch jemanden live zu schalten, bevor man die großen Wartungsarbeiten macht. Und hier hat sich's sehr positiv ergeben, dass wir nicht nur Betreiber des Exchange Points sind, sondern mit ARCONET, mit dem Wissenschaftsnetz, auch selber Teilnehmer. Das heißt, wir haben selber einfach Versuchskaninchen gespielt und haben unsere 3x10G auf einmal 100G abgegradet und konnten so einmal schauen, ob das Ganze eh funktioniert.
Und dann hat sich in dem Zeitpunkt, wo quasi gerade beides parallel aufgebaut war, es sich auch ergeben, dass ein Reseller ein Upgrade wollte von 20G auf 100G. Da haben wir gesagt, passt super, können wir das bei der Gelegenheit gleich auf die neue Plattform anstecken. Und das hat funktioniert. Und dann, wenn es euch erinnert, das eine Anhängsel am Standort Universität für die langsamen Gigabit-Verbindungen, das hat den Geist aufgeben, zu einem Zeitpunkt, wo schon die Arista-Plattform startklar und betriebsbereit war. Das heißt, wir haben gesagt, okay, jetzt reparieren wir das alte Häusl nimmer. Jetzt wird gleich umgesteckt und es waren eh nur drei Verbindungen. Also das war in dem Sinn auch gleich cool, dass man halt hier auch langsamere Verbindungen gehabt hat. Und mit den Erfahrungen von einem Reseller und drei oder vier echten Teilnehmern oder direkten Teilnehmern haben wir gesagt, okay, passt, jetzt trauen wir uns zu, dann auch die große Migration zu machen. Okay, es ist eine Menge Kabelwerk zum Umstecken. Das heißt, wir wollten das Ganze so schnell wie möglich machen und haben deshalb beschlossen, bei den großen Standorten an der Universität und bei Interaction die Teilnehmerkabel zu den Ports parallel zu verkabeln. Das heißt, dass dann bei der tatsächlichen Umstellung nichts mehr gefädelt werden muss, sondern dass einfach beim Patchpanel in der Mitte umgesteckt wird und fertig. Ja. Wir haben an der Universität angefangen, wollten in der Nacht darauf Standort MTT machen und dann sozusagen eine Woche vergehen lassen, um zu sehen, ob alles passt. Auch deswegen, weil in der ersten Woche Donnerstag ein Feiertag war und wir wollten nicht irgendwie da das lange Wochenende umbauen, ist eher schlecht. Und in der nächsten Woche, die dann eine volle Arbeitswoche ist, hatten wir vor, in zwei Nächten die Interaction umzustellen und haben uns eine Reservenacht noch irgendwie vorgenommen, falls es doch länger dauert. Zeitfenster immer zwischen 0 und 7, das ist an der Universität ein bisschen ungewöhnlich, aber wenn es sein muss, dann machen wir das gerne. Geplant war, zwischen 0 und 6 Uhr zu arbeiten, maximal um 6 Uhr aufzuhören und dann sozusagen noch eine Stunde Wartungsfenster Zeit zu haben, falls irgendwas nicht funktioniert, zum Debuggen, zum Schauen. Und pro Standort haben wir einfach mit den schnellen Verbindungen angefangen, mit 100G und dann 10G oder langsamere übersiedelt und die 10G dann einfach der Reihe nach. Ja, wir haben da einfach ohne besondere Rücksicht die Reihenfolge festgelegt und haben einfach eine nach dem anderen gemacht. Vom Ablauf her, in der Nacht von 10. auf 11. war die erste Umstellung. System Onica, und das bin ich. Wir haben 3,5 Stunden gebraucht für 40 Ports. Man muss auch sagen, da muss man noch ein bisschen nachbessern hier und da. Wir haben diese Nacht vor allem dazu benutzt, um hier zu lernen und zu schauen, wie man das optimieren kann. Waren aber trotzdem weit vor 6.40 Uhr. Man sieht doch jetzt, 40 Ports ist jetzt nicht so das dramatisch viele. Also wir haben gewusst, dass sich das nach allen Theorien locker ausgehen müsste, wollten aber trotzdem auf keinen Fall zu spät anfangen, weil es halt peinlich ist, wenn man dann ein weiteres Wartungsfenster braucht. NTT, der kleinste Pop, man sieht hier auch noch den MLXE16, sind nur 16 Ports gewesen. Da merken wir jetzt erst einen richtigen Aufwärtstrend von diesem Pop. Und da haben wir basierend auf der Erfahrung hier einfach schon später angefangen. Also wir haben erst um 4.30 Uhr angefangen und haben hier auch keine Parallelverkabelung gehabt. Das erklärt auch, warum es ein bisschen länger dauert hat. Aber wir haben gesagt, das zahlt sich gar nicht aus, für die 16 Ports da irgendwie was doppelt zu verkabeln und neu zu beschriften. Da steckt man einfach von A nach B rum und werden trotzdem ganz locker fertig. Die Woche drauf war dann eben Interaction. Man sieht hier einen Kollegen von der Interaction. Wir haben uns dort Support genommen, weil wir auf jeden Fall wollten, dass man, wenn irgendwas schief geht, wenn man was im Meet-Me braucht, wenn man ein Kabel hinmacht, irgendwie was falsch läuft, dass wir auf jeden Fall eine Person vor Ort haben, die Sachkenntnis hat und die alles darf sozusagen. Hier wieder die Monika. In dem Fall habe ich das Foto gemacht und bin ich nicht drauf. Und wir haben ja tatsächlich es geschafft, mit großem Dank an Interaction in diesem Fall, dass wir in 6 Stunden alle 175 Ports hier umstecken konnten. Also das ergibt irgendwie eine Zeit von immer zwischen 2 und 3 Minuten pro Port, inklusive aller Pausen, die wir gemacht haben. Das war für uns sogar sehr überraschend. Also es war bei den 175 Kabeln hat, glaube ich, bei einem was nicht gepasst. Das war wirklich sensationell. Hätten wir uns vorher nicht gedacht haben, hätten wir auf jeden Fall einmal 2 Nächte reserviert gehabt. Und ich meine, ja, war umso besser, dass wir da in einer Nacht fertig waren. Hier so ein bisschen noch die Timeline, wie ist das Ganze abgelaufen? Wenn man jetzt sagt, okay, wir haben Anfang 2020 geplant, eigentlich wussten wir im Juni schon, was wir wollen, und dann kam ein bisschen das zum Tragen, wo ich gesagt habe, naja, die Universität ist manchmal auch ein bisschen träge, also bis dann die entsprechenden Gremien ihr okay gegeben hatten, ist leider November geworden, und dann ging es eigentlich
da, also ab dann waren wir sozusagen Passagiere, dann haben wir nur mehr gewartet, bis das Zeug kommt. Was in Finnera war ein bisschen vor den Aristos, war eigentlich unser Vorteil, weil wir sozusagen damit schon einmal parallel anfangen konnten. Und hier sieht man den Liefertermin von den Aristos. Das heißt, weniger als 2 Monate vom Ankommen der Buckling, bis der Umbau völlig fertig war. Das ist schon was, auf was wir dann eigentlich recht stolz waren. Also vor allem auch unter diesen ganzen Covid-Bedingungen, man soll mit möglichst wenig Leuten vor Ort, keine Durchmischung der Teams und so weiter. Wir haben echt versucht, da halt das Beste vom Ablauf möglich zu machen. Was beschäftigt uns derzeit noch? Also es gibt noch Schwierigkeiten, Reseller auf Bordaggregierungen zu machen. Ich möchte aber sagen, das hat uns Arista von Anfang an klar kommuniziert. Das ist keine Überraschung. Da versuchen wir einfach zu schauen, ob es eine Möglichkeit gibt. Das geht noch nicht. Vielleicht wird es gehen, ist ein Feature-Request. Und bei den Telemetry-Daten ist bei Board-Channels zum Beispiel fehlt ein bisschen Description. Das sind alles Sachen, die jetzt, sage ich, ja, wir würden uns freuen, wenn es funktioniert. Es sind Tickets offen. Der bisherige Kontakt mit dem TAG von Arista ist sehr freundlich und sehr, wirken sehr bemüht. Also das ist alles keine Showstopper und wir sind schon sehr glücklich mit der Plattform. Aber so ein bisschen was geht immer, ja. Was sind die nächsten Schritte für uns? Also wie ihr gesehen habt, beim Standard Interactions ist mit 2 Leaf Switches mit 100G eigentlich die Anzahl der 400G-Ports auf den Cores erschöpft. Das heißt, der nächste Schritt wird wohl sein, dass man die Cores dort tauschen wird müssen auf reine 400G-Boxen, um hier einfach mehr 100G-Leafs verwenden zu können. Beziehungsweise, auch letzter Punkt, hier vielleicht dann noch 400G-Teilnehmerports anbieten zu können. Eine Anfrage hatten wir diesbezüglich schon. Und bezüglich Querverbindung muss man schauen. Also letztes Jahr war das irgendwie noch keine Option, aber es gibt ja mittlerweile schon diesen Trend zu 400G tunable kohärente Optiken, die man tatsächlich direkt ins Endgerät steckt, wo man dann dieses Transponder-Zeugs nicht mehr braucht. Also das könnte irgendwie ein Thema werden. Vielleicht wird in Zukunft die Multiplexerei zwischen den Standorten wieder so primitiv, wie es vorher war, dass man einfach färbige Optiken hat und hier einfach zwischen den Standorten halt statt 10G dann 400G aufschaltet. Kurz noch eine Zusammenfassung, und das hat mich sehr amüsiert, wie der Pascal vorher erwähnt hat, dass sie eben Kunden haben mit 25G. Wir haben tatsächlich momentan diese Portmodelle, also wir haben momentan 3G, 10G und 100G im Angebot, wobei wir hatten früher 2,5G und haben jetzt neu 30G. Wir haben bewusst jetzt diese Ports verändert, weil es gibt 2,5G-Optiken und es gibt 25G-Optiken. Und um hier irgendwelche Missverständnisse auszuräumen, haben wir die Port-Speeds bei uns eben statt 2,5 und 25 jetzt 3 und 30 genannt. Warum? Weil 3G ist tatsächlich eine LR-Optik mit 10G, die halt auf 3G geschippt wird. Und 30 ist das gleiche auf 100. Und wenn Sie euch zurückerinnert an die Topologie, wir haben ja nur 24 mal 100G auf den 32 Port 100G Leafs aufgeschalten, was natürlich heißt, dass 8 Ports brach liegen würden. Und da haben wir gesagt, da können wir genauso gut auch 30G Ports hergeben und dann vielleicht einfach mehr von diesen 32 Ports nutzen. Damit hat jemand, der die 100G nicht braucht, aber vielleicht 20, ja, wenn ihr schaut, 20G kosten gleich viel wie 30. Und im Prinzip hätte man die Möglichkeit, mit einem Querverbindungskabel hier einfach durchzuwandern, bis man ganz unten ansteht. Und das erschien uns irgendwie auch vom Ablauf her angenehm. Also vor allem auch deswegen, weil es jetzt schon sehr viele gibt mit Link-Aggregierung und das schon eine Menge Kabel sind. Und wenn wir es uns und unseren Teilnehmern leichter machen könnten, dann ist das so cool. Hier vielleicht auch, weiß nicht, wie das bei anderen ist, aber bei uns sind die Preise immer für alle gleich. Das heißt, das ist jetzt kein Geheimnis und es gibt keine Nachverhandlung. Die sind auf der Webpage und ihr könnt sie jederzeit gerne anschauen. So, damit bin ich eigentlich mit dem offiziellen Teil fertig und habe jetzt nur noch ein paar so Fotos, wo man sieht, das war die Lieferung von Infinera. Da seht ihr, wie wir die Infineras zusammengebaut haben. Die kann man in lauter Einzelteilen und es war recht interessant, die dann zusammenzufinden und aufzubauen. Da sieht man ein Rack an der Universität, so wie es jetzt schon fertig und noch nicht zusammengeräumt ausschaut. Das ist der Standort Entity-Verzeihung. Das ist der Standort Interaction jetzt im Vollausbau. Da sieht man jetzt eben unten die Cores, die 100G-Leafs und die 10G-Leafs. Ihr seht es auch, ich bin
Das hat die VV-Kabelung hier dem Interaction erstellt und ich finde, das ist recht gut gelungen. Und dann gibt es jetzt noch ein Foto, das sozusagen durch einen Zufall passiert ist, weil irgendwann, als wir da Vorbereitungsarbeiten gemacht haben, hat uns wer im Raum das Licht abgedreht. Und da habe ich gemeint, hey, das wäre eigentlich ein halt sehr schlechtes Fotomotiv, wenn man das Rack halt auch einmal bei Finsternis fotografiert. Ja, und das ist dann das, was überblieben ist und was wir entsorgt haben. Ja, jetzt laufen wir auf der neuen Plattform, freuen uns, dass die hoffentlich wieder lange Zeit stabil läuft und mit den Anforderungen wachsen kann. Und ich hoffe ehrlich gesagt schon auch, dass wir so eine Komplettumschaltung, wie sie jetzt stattgefunden hat, vielleicht in Zukunft nicht mehr haben werden. Ja, ich weiß nicht, ob es Fragen gibt. Ja, es gibt auf jeden Fall Fragen. Vielen, vielen Dank, Harald. Sehr spannender Vortrag. Die erste Frage, die ich jetzt einfach mal anhand der Stimmen nehme, ist, ob ihr in irgendeiner Form quantifizieren könnt, wie groß jetzt der Stromverbrauchsunterschied zwischen MLXE in Mann hoch zu Pizzabox ist. Ja, also wir haben eine, steht sogar auf unserer Webpage, kann ich jetzt sagen, ja. Wir haben das tatsächlich durchgerechnet. Also wir sparen circa 80%. Also wir haben jetzt einen Verbrauch von 20% im Vergleich zu früher, inklusive der Infineras schon, ja. Also quasi Pizzaboxen plus WDM brauchen nur ein Fünftel von dem, was wir früher gebraucht haben. Wow, beeindruckend. Das ist echt ein Unterschied. Dann habe ich natürlich noch eine Frage eher technischer Natur zum Underlay. Was baut ihr da? Ist das BGP, VPN, ist das VXLAN, MPLS oder was ist es? Ja, es ist ein doppelstufiges BGP mit EVPN. Also das ist, glaube ich, heutzutage Standard. Es gibt von Arista hier auch eine Empfehlung, wie man sozusagen ein Exchange Point baut. Und wir haben uns an das einfach 1:1 gehalten. Und das hat von Anhieb an nicht funktioniert. Okay. Es geht auch mit erstaunlich geringem Konfigurationsaufwand, weil diese BGPs, also wir vergeben eigentlich nur Loopback-Adressen manuell, das sind IPv4-Adressen, aber die BGP-Sessions zwischen den Switches funktionieren dann auf IPv6-Link-Local-Adressen. Das heißt, man vergibt nicht einmal, wir vergeben gar keine IP-Adressen zwischen den Switches. Okay, also BGP-Unnumbered in dem Sinne. Cool. Ja. Vielleicht dann gerade noch eine technische Frage, die zwar nicht so viele Stimmen hat, aber daran andockt. Ihr habt ja jetzt dann theoretisch die Möglichkeit, ESI-Lags, also sprich Port-Channel über zwei Leaves, die voneinander unabhängig sind, für Redundanzen anzubieten. Ist das möglich oder ist das noch kein Produkt? Also du meinst, dass jetzt jemand zum Beispiel 40G hat und das auch 2x20 auf jeweils einem Leaf hat? Ja, das jetzt, genau, zum Beispiel. Und das halt in einem Port-Channel. Ja, das geht theoretisch. Allerdings hat es den Nachteil, wenn von den 20, also von den 2x20G ein Interface ausfällt, hat der verbleibende Port-Channel nur noch 20G und nicht 30. Ja. Deswegen haben wir das jetzt bei der Migration einmal nicht so gemacht. Auf speziellen Wunsch könnte man es schon machen. Wir haben es eigentlich eher als Nachteil des Teilnehmers gesehen und haben es daher die Lags derzeit auf jeweils einem Switch terminiert. Glaube ich, eher eine technische Frage. Wer es dann am Ende vom Tag will, werden wir sehen. Freuen wir uns auf das Update auf jeden Fall. Dann gab es eine Frage, ob ihr, oder du hast gerade erwähnt, Arista hat eh schon so einen Best-Practice-Guide für IXP mit BGP, EVPN zu bauen. Plant ihr da Config-Templates in irgendeiner Form zu veröffentlichen? Also, gute Frage, ja. Ich meine, prinzipiell hat man nichts dagegen, die Config herzuzeigen. Nachdem wir es selber von dem anderen abgeschrieben haben, sollte man halt sinnvollerweise die fragen, ob sie nichts dagegen haben. Ich hoffe mal, dass wir ein Follow-up kriegen. Ich denke, da müssen wir alle immer fragen können in der Community. Ich glaube auch, ja. Okay, was hatten wir denn noch? Dann gab es die Frage, wie ihr genau die Third-Party-Optiken getestet habt. Einfach reinstecken, gucken, ob es tut. Habt ihr da ein spezielles Test-Pattern? Oder? Nein, wir haben kein Test-Pattern. Also wie gesagt, wir haben ja die Lab-Geräte von Arista bekommen und wir haben einfach die Optiken, die wir hatten und die wir migrieren wollten, dort hineingesteckt und haben geschaut, ob sie funktionieren. Also uns ging es halt vor allem darum, können wir die 200 Optiken, die wir jetzt haben, weiterverwenden oder nicht. Das war nämlich das Kriterium. Ob irgendwelche anderen Optiken sonst auch funktionieren oder nicht, war uns eigentlich gar nicht so wichtig. Weil wenn ich jetzt neue Optiken dazu kaufe, dann kann ich das ja eben ausprobieren. Aber brauche nicht jetzt die Hunderten irgendwie bekannt. Das war uns einfach wichtig. Okay, dann noch eine Frage, ob es irgendwelche positiven oder negativen Erfahrungen, Berichte nach den Lab-Tests gab, die euch in irgendeiner Form getroffen haben?
Positiv oder negativ? Kleinere Bugs hattest du ja gerade erwähnt, aber. Ja, nein. Also das Zeug hat einfach so funktioniert, wie es sollen hat, ja. Das ist doch auch schön. Und dann die letzte Entschuldigung. Frage. Fotos hat es dir genug gezeigt auf jeden Fall. Die Frage ignoriere ich jetzt einfach mal. Die letzte Frage ist dann noch, ob ihr BGP-Calling implementiert oder implementieren wollt, Ah, weil soweit ich weiß, die Arista ja, pass schon auf, sehr. das haben wir derzeit noch nicht, ja. Weil wir wollten jetzt einmal in erster Linie so schnell wie möglich migrieren, ohne irgendwas an Funktionalität zu verlieren. Ja. Es ist auch so, dass wir unser Web-Interface hier noch mit Funktionalität erweitern wollten, aber uns war jetzt einmal wichtig, diesen Plattformwechsel so bald wie möglich zu machen. Die Filtermöglichkeiten der Arista sind weitaus vielfältiger als die von den Brocades, die Layer 2 und darüber liegende Access-Lists nicht gleichzeitig auf einem Interface haben könnten. Die Aristas können das und wir wollen das auch benutzen können. Da fehlt uns aber noch ein bisschen am Automatisierungshintergrund, um das hier wirklich, also das wollen wir nicht händisch machen, sagen wir so, ja. Das wollen wir einfach dann pro Switch ausrollen. Ja. Aber es wird kommen. Das ist ja schon mal eine Wenn ich Realität. jetzt sage, ja, dann nagelst du mich fest, mit wann kommt's? Ich Also würde wir sehr wünschen gerne darauf uns, festnageln, weil ich finde das Feature super. wir wünschen uns das selber, ja. Ich sag's mal so. Dann ist doch schon mal, das reicht mir erstmal. Auf jeden Fall, dann war es das an Fragen. Harald, ganz herzlichen Dank, war eine super spannende Geschichte. Und dann Danke. würde ich es jetzt auch gleich weitergeben an Theo und Olli zu unserem.